herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei der Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Und um den Silver zu zitieren, Metal-Leune. Ja? Also wir tendieren alle zum Metalldetektor, deswegen mache ich jetzt erstmal was anderes. Was passiert, wenn wir den Hund uns ausleihen? Können wir Rakete ausleihen? Na klar, Junge. Behandeln Sie ihn gut. Uff. Er ist so niedlich. Oh Mann. Kann man tatsächlich mitnehmen? Polizeihund im Training. Sehr süß mit strahlenden Augen. Ja, dann gehen wir noch mal zum See. Hey Nick! Hm? Rakete benimmt sich etwas seltsam. Rakete? Ach ja. Diese kleine Kreatur von dir. Hey, ich liebe kleine Hündchen. Braver Junge, braver Junge. Was ist denn los, Rakete? Rakete! Was ist jetzt denn für eine Scheiße? Hey, halte das Viech auf, Kannibale! Ganzen Hotdogs oder was? Wie geil ist das denn? Okay, das war cool. Das hat uns mit Sicherheit nicht geholfen, aber es war cool. Meine Samurai-Hotdogs. Wow, er hat alle vertilgt. Tut mir leid, Larry! Dafür kann ich mir auch nichts mehr kaufen, Nick. Ja, diesmal wird das reichen müssen. Okay. Ist jetzt der Hund weg? Wahrscheinlich, ne? Mal gucken, können wir jetzt den Hund tauschen? Ja, richtig. In zweiter Gangschule können wir uns eine der anderen Dingen ausleihen. Ja klar, Junge. Aber ich muss ihn die andere wieder abnehmen. Ist so Vorschrift im Revier. Nun treffen Sie Ihre Wahl. Welche soll es denn sein? Komm, dann nehmen wir doch jetzt mal die Angel. Können wir uns die dünne Angel ausleihen? Na klar, Junge. Ah ja, falls sie bricht, entsorgen Sie bitte ortsgemäß. Ja gut. Inspektor Gamschu, private Angel. Sehr dünn und von zweifelhafter Tauglichkeit. Natürlich. So, dann gehen wir doch bestimmt zum Bootsverleih. Das ist doch bestimmt eine der ganz tollen Ideen, glaube ich. Aber cool, man kann Blödsinn machen. Das ist doch genau das, was... Da stehe ich doch drauf. Da ist der Bootsverleih. Können wir die nicht irgendwie benutzen? Ich dachte eigentlich, man kann die hier benutzen, aber... Da haben wir uns wohl getäuscht, kann das sein? Was ist denn, wenn man die Angel präsentiert? Oder gibt es hier gar nichts Lustiges? Ah, sagt er tatsächlich. Weißt du, in diesem See kann man nicht allzu viele Fische fangen. Ich bin nicht hinter kleinen Fischen her. Ich bin an dem größten aller Fische interessiert. An Gertie. Willst du wirklich versuchen, einen Ungeheuer rauszufischen? Um Edgeworth zu retten? Ja, sicher. Da kommen mir an die Tränen. Und nicht aus einem Grund. Okay. Das war wahrscheinlich der Gag. Mehr geht wahrscheinlich nicht. Okay. Naja, gut, dann... Nehmen wir den Metalldetektor. Nehmen wir das Richtige. Da
können wir also tatsächlich nicht viel machen. Ich dachte mal, das können wir noch lustigere Sachen machen. Aber egal, der Hund war cool. So, gib mir mal die richtige. Können wir uns diesen Metalldetektor ausleihen? Na klar, Junge. Ich bin gar nicht sicher. Ich bin mir ja nicht sicher, was wir damit finden werden. Denken Sie daran, die Junge Ungeheuer. Da ist alles möglich. Einfach alles. Macht ein Geräusch, wenn Metallobjekte in der Nähe sind. Ein nützliches Suchgerät. Geil, ich habe ein Achievement gekriegt. Geil, wenn du alle Geheimwaffen machst, kriegst du das Achievement Geheimwaffen. Stimmt. Ist ja die Steam-Version. Hier gibt es ja Achievements. Ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich in der Trilogie, in Anführungszeichen, wirklich neu ist. Achievements. Deswegen. Da können wir dann auch mal gucken, ob wir dann noch irgendwann tatsächlich mal irgendwie eine Folge machen mit Achievement-Jagd oder sowas. Das ist auch nochmal ein Thema, aber das machen wir dann auch mal in Ruhe. So. Dann wollen wir mal. Ich denke, der geht automatisch los, oder? Denke ich. Zu schlau. Ja, tut er. Piep, piep, piep. Nick, er piepst. Der Metalldetektor hat etwas entdeckt. Zumindest schlägt er laut genug an. Was auch ist, es muss dort in den Büschen sein. Sieh mal nach, Maya. Warum ich? Nick! Sieh mal! Hä? Eine Sauerstoffflasche? Das Ventil sieht zerborsten aus. Ich dachte, es wäre Gertie. Maya, erstens, warum sollte Gertie sich in den Büschen verschwinden? Und zweitens, warum sollte ein Metalldetektor auf ein Seeungeheuer anspringen? Oh. Hä? Da ist etwas um die Sauerstoffflasche gewickelt. Sieht aus wie eine Schnur mit Fähnchen. Nun, jetzt wo wir sie gefunden haben, können wir sie auch mitnehmen. Die ist schwer. Ein leerer Lufttank, das Ventil ist offen, eine Schnur mit Fahnen ist drum gewickelt. Dann weiß ich, wer uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Die dürftest du wiedererkennen, Larry. Was? Eine Sauerstoffflasche? Was ist damit? Larry, ich wollte dich zu dieser Sauerstoffflasche etwas fragen. Hast du sie schon mal gesehen? Hä? Ich? Nein, niemals. Wer zur Hölle würde denn mitten im Winter zum Tauchen gehen? Sein Auge hat so gezuckt, als ich ihm die Sauerstoffflasche gezeigt habe. Ich denke, ich sollte ihn hier noch so ein wenig weiter befragen. Das machen wir auch. So. Sag mal, ist das deine Sauerstoffflasche? Wozu sollte ich denn so ein Ding besitzen? Siehst du, dass da eine Schnur mit Fahnen um die Ventil gewickelt ist? Sieht genauso aus wie die Schnur, die um den Steel Samurai gewickelt ist. Muss ein Zufall sein. Solche Schnüre gibt es heute noch an jeder Ecke. Zum Beispiel in Grundschulen. Und bei Gebrauchtwagenhändlern. Wozu sollte ihr eine Sauerstoffflasche brauchen? Du hast sie benutzt, um den damit aufzublasen, nicht wahr? Was aufzublasen? Was denn sonst? Diesen großen, bauschigen Steel Samurai. Warum würdest du mir solch eine Frage stellen? Sieht so aus, als hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Okay. Nun ja, sieh mal, der Kompressor, den ich sonst immer benutze, war hinüber. Deshalb habe ich es in meiner Sauerstoffflasche versucht. Nur ein einziges Mal. Und das ist nicht ganz so toll gelaufen. Wie ich es mir gedacht habe. Weiter. Das ist nicht ganz so toll gelaufen. Ja. Könntest du vielleicht ein wenig bisschen genauer sein? Komm. Sieh mal, das ist ganz schön peinlich, deswegen möchte ich nicht darüber reden. Die ist ihm um die Ohren geflogen, ne? Sag es uns. Na gut. Was soll's?
Wie ich schon sagte, der Kompressor war defekt. Also nahm ich die Flasche und versuchte damit den Samurai aufzublasen. Und dann... Puff! Das Ventil wurde aufgesprengt und machte diesen unglaublichen Lärm. Und diese Flasche hob ab wie eine Rakete. Und nahm dabei meinen armen, luftleeren Steel Samurai mit. Was? Hinaus auf Götze? Mir ist jedenfalls ein ganz großer, schöner Schrecken in die Lieder gefahren. Sieh mal, ich habe versucht, den Samurai mit dieser Flasche aufzufüllen. Ich war gerade dabei, die Flasche aufzuschließen, als es passierte. Achso, das wiederholt er jetzt nochmal. Ich wünschte, ich hätte es gesehen. Ich auch. Damit wissen wir aber, was wir Lotta gleich erzählen können. Die Sauerstoffflasche und der Steel Samurai sind also da zusammen davongeflogen? Was ist denn dann passiert? Nun, all das ist so etwa am 20. Dezember oder so passiert. Der 20. Vor einer Woche also. Nun, soweit ich das erkennen konnte, flog die Flasche in den See. Also bin ich jeden Abend mit einem Boot herausgefahren, um sie zu suchen. Ich meine, schließlich hatte ich den Steel Samurai von Keyens bekommen. Und wann hast du sie dann gefunden? Erst vorgestern Abend. Sie war weit rausgeflogen. Ich habe volle vier Tage gebraucht, um sie zu finden. Vorgestern Abend war doch die Mordnacht. Tut mir leid, dass ich es dir nicht erzählt habe, Nick. Ich war tatsächlich in der Nacht des Mordes hier. Aber verstehst du? Ich bin vor Mitternacht nach Hause gegangen. Du hast also nicht mitbekommen, was passierte? Nein. Das ist echt schade. Das ist gar nicht so schlecht. Wenigstens haben wir ein Rätsel gelüftet. Ein Rätsel? Vielleicht sollten wir es ihr sagen. Ja. Dann müssten wir doch jetzt... Genau. Nun, Herr Anwalt? Ich habe die Info, die Sie so dringend brauchen. Haben Sie schon mit einem Gördi-Knaller für mich? Lotta? Sowas wie Gördi gibt es einfach nicht. Was? Wie können Sie sich da so sicher sein? Wie wirklich, Nick? Haben Sie einen Beweis dafür, dass Gördi nicht existiert? Der Beweis dafür, dass Gördi nicht existiert, ist hier. Ist irgendwo da draußen, ist auch geil. Natürlich habe ich einen Beweis. Kein Anwalt, der seiner Marke würdig ist, würde jemals etwas ohne Beweis behaupten. Sagt der Richtige. So. Rip. Genau, damit ist das Foto gemacht worden. Larrys Sauerstoffflasche? Was machen die mit einer Sauerstoffflasche da? Das ist Gertie. Was willst du denn damit sagen, Nick? Hier in der Nähe ist eine Hotdog-Bude. Dort befindet sich eine riesige aufblasbare Samurai-Attrappe. Vor ungefähr einer Woche hat ein mit mir befreundeter Idiot versucht, sie aufzublasen. Er hat dazu diese Flasche benutzt und als Ventil zerbarst, flog sie in den See. Anscheinend gab es ein ziemlich lautes Peng, als sie losflog. Ein Peng? Die Flasche fiel zusammen mit dem immer noch luftleeren Samurai in den See. Zur selben Zeit machte ein Pärchen ein Foto von dem See. Dieses Foto hier. Moment. Du behauptest also, dass Gertie eigentlich der Steel Samurai ist? Na, das ist ja eine tolle Methode, um den Traum eines Mädchens zu zerstören. Tut mir leid, Lotta. Nee, ist schon okay. Sie haben gewonnen. Ich gebe Ihnen die Info, wie ich es versprochen habe. Arme Lotta. So, was erzählt sie denn? Nun, dann geben Sie uns die Information, die Sie haben. Versprochen ist versprochen, heißt es wohl. Ich habe gehört, wie die Polizisten hier etwas über einen morgigen Zeugen sagten. Sie sagten, er sei der Eigentümer des Bootsverleihs, den Weg hier runter. Bootsverleih? Ist dort denn jemand? Der sieht doch so verlassen aus.
Nur so ein alter Kauz, der dort ganz alleine lebt. Sie sollten sich das mal ansehen. Danke, Lotta. Das werden wir. Lass uns loslegen, Nick. Moment noch. Gibt's noch was? Ja. In der Nacht des Mordes. Da hat meine Kamera zweimal geklickt, wissen Sie? Moment mal, dann haben Sie also noch ein Foto? Nun. Ja, da ist überhaupt nichts drauf. Nur der See. Ich dachte mir, es wäre als Beweis kaum zu gebrauchen, aber ich habe es verschwiegen. Nun, vielleicht ist es nicht sehr hilfreich, aber hier, nehmen Sie es. Tschüss dann. Geben Sie auf sich Acht. Für mich ist an der Zeit, zusammenzupacken und zu fahren. Arme Lotta. Das ist alles Larrys Schuld. Die Legende lebt noch weiter, denke ich. Die Legende? Ja, die Legende von Larry, der allen ein Begriff ist, die ihn ein wenig kennen. Ist was faul, war's der Butz. Hm. Jemand sollte mal auf den Butz hauen, um ihn flott zu machen. Hui, was für lustige Anspielungen. So, wie sieht denn unsere Gerichtsakte jetzt aus? Was haben wir denn da Schönes gekriegt? Können wir uns nicht angucken? Okay, interessant. So, dann gehen wir nochmal zum Bootsverleih. Können wir dem nochmal ins Gewissen reden? Nein. Geht's was schief, war es eh der Butz. So. 26. Dezember, Bootsverleih. Das wird bald ein Meme, glaube ich. Hey Nick! Das ist der Bootsverleih, vor dem Lotta erzählt hat. Du hast recht. Scheint niemand hier zu sein. Na, lass uns trotzdem mal nachsehen. Jetzt ist jemand da, oder was? Was haben wir da alles schon abgesucht? Gibt's hier vielleicht noch eine Option? Gibt's hier noch einen Weg? Hütte des... Da waren wir noch nicht. 26. Dezember. Hütte des Bootsverleihers. Ach, da ist Polly. Der Albtraum. Da ist er. Polly will einen Keks. Stimmt. Oh. Ja, ich glaube, ich könnte in Silver jetzt mal so einfach mal so einen Blick rüberwerfen, aber ich glaube, das ist Polly, ne? Oder vertue ich mich? Mac, bist du das? Mac. Hey, ist das Keith, den du mitbringst? Wo seid ihr beiden gewesen? Ich habe mir riesige Sorgen gemacht. Mac, wer nimmt das? Ich glaube, ich überlasse das diesmal lieber dir, Maya. Mac. Ja? Du hast dich endlich entschieden, nicht wahr? Entschieden? Du führst das Pasta-Restaurant weiter, wenn ich nicht mal mehr da bin. Pasta? Freut mich zu hören, freut mich zu hören. Du erfüllst deinen alten Herrn mit Stolz. Als ihr Kinder ausgezogen seid, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Wie sollte denn so das Geschäft am Leben halten? Ich, alter Mann. Polly, die Kinder sind nach Hause gekommen. Ayo, ayo. Nick, was war das? Ein Papagei. Der auf der Stange dort. Keith! Ja? Ich ergebe die Seenudel in deine kompetenten Hände, mein Junge. Nick, was ist denn bitte die Seenudel? Aus den vorhandenen Beweisen schließe ich, dass es ein Pasta-Restaurant ist. Welche Erleichterung, nicht wahr, Polly? Hallo, hallo, Krieg! Jupp. Herzlich willkommen beim neuen Hörspiel. Er ist eingeschlafen. Ich glaube, er ist erleichtert. So, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier alles Schönes?
Sieht aus wie eine Küchenzelle. Ziemlich sauber. Komisch. Er sieht nicht wie jemand aus, der so viel Wert auf Ordnung legt. Du vergisst, Nick. Er führt hier ein Pasta-Restaurant. Das ist nicht unbedingt ein Maßstab. Wow, was für ein erstaunlicher Papagei. Guten Morgen. Hm? Hallo. Hm? Er hat mich ignoriert. Wie? Hab ich es vergessen, Mick? Muss doch erst einen Namen sagen. Ihren Namen? Polly, wie geht es denn so? Hallo, hallo, Krächt. Siehst du? Toll, der Papagei heißt also Polly. Die vormalige Begleiterin des alten Bootsverleihs hört auf den Namen Polly. Schade, dass sie nur Hallo sagen kann. Die alte Polly kann noch viel mehr Dinge sagen. Du musst nur die geheimen Wörter kennen. Die geheimen Wörter? Polly, Polly, wie heißt du? Polly, rechts. Süß. Maya, deine neue Freundin. Sieh mal, er hat eine Heizdecke auf dem Tisch. Sieht kuschelig warm aus. Das ist eine tolle Idee, das sollten wir im Büro auch machen. Dann können wir dort mit unseren Mandanten gemütlich heiße Schokolade trinken. Und dann über Morde plaudern. Ach, du bist eine echte Spaßbremse, Nick. Oh, er hat sogar einen Fernseher hier drin. Den sehen wir, wenn wir den Mülleimer anklicken. Okay. Gewehr? Aha, das ist eine Angel. Okay. Diese Angel sieht teuer aus. Was ist das? Sieh mal, ein kleiner Tresor. Hm. Er ist abgeschlossen. Ach. Wie seltsam. Wow, im Götzi gibt es viele verschiedene Fischarten, nicht wahr? Irgendwas ist komisch, Nick. All diese Fische sind Salzwasserfische. Und ich vermute, der See ist kein Salzwassersee, hm? Huh? So. Dann quaken wir doch mal. Ein Pasta-Restaurant? Oh, schön, dass die Seenudel weiter besteht, wenn ich nicht mehr bin. Mein Vater hat hier eröffnet. Jo, weiß, ihr seid also schon die dritte Generation. Mac. Ja? Morgen beginnen wir mit den Geheimnissen des Teigwerfens. Teigwerfen? Du auch, Kief. Ja? Du wirst der beste Pasta-Bändiger, den es im Westen gegeben hat. Pasta-Bändiger im Westen. Kommt Pasta nicht aus Italien? Mick! Ja? Du weißt doch, dass die beste Pasta schon immer westlich der Rockies gemacht wurde. Stimmt natürlich, das weiß doch jeder. Nick? Hä? Wie lange müssen wir dieses Wir-sind-doch-eine-Familie-Spiel noch mitspielen? Dieser alte Mann muss etwas über den Mord wissen. Wir gehen erst, wenn wir wissen, was es ist. Hm. Das ist ein Bootsverleih, nicht wahr? Was redest du denn da? Das hier ist der Pasta-Palast, die Seenudel. Aber jetzt muss ich sagen, in letzter Zeit hat kaum noch jemand Spaghetti bestellt. Die ganzen Kids kommen immer nur und sagen, hey Alter, gib uns eins deiner Boote. Deswegen habe ich die Boote da draußen liegen. Die Jugend von heute. Versteh die, wer will.
Ich bin auch ganz schön verwirrt. Nick, das führt doch zu nichts. Aber dieser alte Mann tritt morgen in den Zeugenstand, nicht wahr? Wir müssen einen Weg finden, wie wir Informationen aus ihm herausbekommen. Ach, mein Gedächtnis ist letzter Zeit schlechter geworden. Deswegen sage ich alles Wichtige meiner Polly dort. Hinweis! Alles Wichtige? Ich frage mich. Polly! Wie aus die Kombination vom Tresor? 1, 2, 2, 8, Kracks! Das war geil. Jawohl! Hey, Polly! Polly, pass bloß auf, okay? Hey, hey! Siehst du, Nick? Man muss nur ein bisschen gewieft sein. Und wie ein Verbrecher denken. Schnell, Nick, schreib die Kombination auf. Verwickel mich bloß nicht in reine Raubzüge. Das war 1228, ne? Glaube ich. Der Vorteil von Videos, ich kann nachgucken. So, mal gucken. Können wir ihm irgendwas zeigen? Wahrscheinlich nicht. Doch, präsentieren können wir. Da wird nichts sein. Nun hör mal zu, Kief. Erinnerst du dich an die dreifarbigen Nudeln, von denen wir gesprochen haben? Unsere Regen-Bonjoli? Ich habe jetzt die letzte Farbe gefunden. Indigo-Blau? Das hat nicht ganz so hingehauen, wie ich es mir erhofft hatte. Sagt er das immer, wenn er keine Ahnung hat? Ja. Okay, dann sagt er das immer. Ja, wahrscheinlich sagt er uns gar nichts. Er ist ja jetzt nicht der pfiffigste einer. Umgebungsplan kennt er wahrscheinlich auch nicht. Da fragt er sich, wo ist das Pasta-Restaurant? Auch nicht, ne? Ist klar. So. Das guckt er sich eh nicht an. Vielleicht sagt er was für Polly. Ist wahrscheinlich das einzig Sinnvolle. Auch nicht. Dann wird da gar nichts passieren. So. Dann würde ich sagen. Ah! Die Marke. Okay. Habe ich ihm die Vergrößerung nicht gezeigt? Vergrößerung habe ich ihm noch gezeigt, oder nicht? Oder die letzte. Die wahrscheinlich, meinst du, ne? Die wir wahrscheinlich gerade bekommen haben. Ne, da sagt er gar nichts. Also das habe ich ihm gezeigt. Das habe ich ihm noch gezeigt. Ja. Ah, passiert tatsächlich was anderes. Ist das schon Anwaltsmarke? Ja, genau. Ich glaube das nicht. Dieser alte Knacker ist die erste Person, die meine Marke erkannt hat. Ich verstehe. Hä? Ja. Jetzt durchschaue ich sie.
Sie sind nicht schief. Nick? Das ist unsere Chance, die Sache klarzustellen. Mein Herr. Nein, ich bin nicht Kief. Und ich bin auch nicht Mac. Wir untersuchen den Mord, der neulich nachts auf diesem See passiert ist. Bitte helfen Sie uns. Ein Anwalt, hä? Bitte, mein Herr. Nun gut, ich werde Ihnen helfen. Aber nur unter einer Bedingung. Die da wäre? Wenn dieser Fall erledigt ist, übernehmen Sie die Seenudel. Versprechen, die Nudel zu führen. Das ist auch geil. Nee, tun wir nicht. Das Versprechen kann ich Ihnen nicht geben. Behalte man so seinen alten Vater? Ihr wollt meine Hilfe? Da seid ihr beim Falschen gelandet. Oh, jetzt ist er verärgert. Außerdem denkt er immer noch, wir wären seine Kinder. Vielleicht sollten wir einfach lügen und sagen, dass wir seinen Laden übernehmen. Okay, wir versprechen es. Nick! Bist du dir sicher? Hey, alles nur, um diesen Fall zu lösen. Nun, wer würde sich denn schon Phoenix-Nudeln entgehen lassen? Nun, vielleicht. So ist richtig, mein Junge. Gut für dich, Kief. Moment, ich hab nicht eben gesagt. Für dich auch, Mac. Ja? Hey, ihr rührt den alten Vater zu Tränen, wisst ihr? Nun. Was weißt du nochmal, was wir wissen wollen? Also sag schon, Pulli. Hallo, hallo, Gret. Er spricht wieder mit seinem Vogel. Wir bringen ihn nur dazu, mit uns zu sprechen. Na, wahrscheinlich können wir jetzt was anderes machen. Jupp, das haben wir gesehen. Sie wissen etwas darüber, mein Herr? Kief. Ja? Ist schon okay. Sag einfach Papa zu mir. Papa? Weißt du etwas darüber? Jupp, vorgestern Nacht. Draußen auf dem See. Ja, ja. Ich weiß alles darüber. Ich hab's gesehen. Was? Sag es uns, was du gesehen hast. Nun gut. Ja, jetzt den Laden übernehmt und so. Nochmal zeigen? Wahrscheinlich jetzt wieder eine andere Option. Genau, wahrscheinlich eine andere Sprachoption. So. Zurück. Genau. Die Uhrzeit habe ich vergessen. Aber es war schon dunkel. War wohl schon Nacht. Es war nach Mitternacht, aber okay. Dann hörte ich dieses Peng. Also habe ich rausgeschaut. Da habe ich noch ein Peng gehört. Ein wenig später kam dieses Boot zurück. Dann ist ein junger Mann an meinem Fenster vorbeigegangen. Er hat mit sich selbst geredet. Was hat er gesagt? Jupp. Habe ich vergessen. Bis morgen vor Gericht fällt es mir bestimmt wieder ein, versprochen. Wir müssen es aber vorher schon wissen. Weißt du was? Hä? Der kleine Terry war gerade hier. Terry? Ja, der Junge von dem Mann. Du hast ihn immer zum Weinen gebracht, wer ist er nicht? Er hat diesen zerfetzten alten Mandel an. Jetzt hat er einen Schnauzer im Gesicht. Er redet wohl vom Inspektor Gumshoe. Er kam zu mir und hat mir gesagt, ich soll morgen zu Gericht kommen. Wirklich? Hab den Eindruck, als würden wir aus diesem Kerl kaum was Brauchbares rauskriegen. Maya, vielleicht sollten wir lieber gehen. Ich glaube, du hast recht. Ach, einen Moment noch. Eine Frage hätte ich noch. Hä? Polly, haben wir was vergessen? Krächz! Vergessen Sie nicht, DL6, Krächz! Hä? Was hat sie da gerade gesagt? Nochmal, Polly. Vergessen Sie nicht, DL6, Krächz! Was? Der Fall DL6? Hey, mein Herr, ich meine natürlich Papa. Langsam wird's komisch. Wer ist dieser alte Knacker? Warum weiß dieser Vogel Polly von DL6? Wir müssen herausbekommen, wer dieser alte Mann ist. Oh, was? Er hat die Tür von innen abgesperrt.
Wer könnte dieser alte Mann sein? Ich glaube, ich muss noch mehr über den Fall DL6 in Erfahrung bringen. Vielleicht sollte ich Inspektor Gumshoe danach fragen. Okay, es geht noch weiter. Dann setzen wir aber trotzdem jetzt hier einen kurzen Cut. Und ich denke, danach geht's bestimmt wieder zu Gericht. Also kommt jetzt Polly. Und Polly ist mein Lieblingspapagei. Bis gleich.